Ich muss euch was zeigen, Chat. Okay, ihr müsst euch vorstellen, wir waren bei Willi und wir haben gechillt und es sind auch Bilder da gewesen und so weiter und so fort. Und jetzt guckt euch bitte an, wie mein kleiner Cousin verarscht wurde. Warte, ich brauche mein Handy dafür. Ja. Guckt euch das bitte an, Chat. Willi Son hat mir geschrieben, werd dich ficken. Willi Son hat geschrieben, ich werd dich ficken. Okay. Wegen den geklauten Sachen, Chat. Okay, hier ist mein Cousin. So. Guckt euch bitte den Chat an. Ihr wisst ja, ich habe einen privaten Instagram-Account, richtig? Also ein paar von euch wissen das. Ich habe einen privaten Instagram-Account und da poste ich auch ab und zu was in meine Story. So. Und meine Story sah gestern so aus. Unter anderem. Das war eine Story. Einfach vom Essen. Achso, ihr seht's nicht. Einmal vom Essen. Das hier war meine Story-Chat. So. Jetzt antwortet mein kleiner Cousin. Der ist nicht mal so jung. Er ist 16 Jahre alt. Mein kleiner Cousin antwortet auf diese Story. Alter, einfach mit Sydney. Hamed ist Josko Guardiol auch da. Hä? Warum sollte Josko Guardiol in Nürnberg sein? Warum sollte der in Nürnberg sein, Josko Guardiol? Ohne Sinn. Wisst ihr, ein albanischer Fußballspieler, der bei Leipzig spielt, soll bei uns in Nürnberg chillen. Ich gucke. Ich schreibe, ja, Cousin. Aus Spaß. Aus Spaß, ja, Cousin. Er schreibt, alter, krass, da aus dem Elek. Immer noch? Hä? Er hat nicht gecheckt. Er ist Kroate. Er ist doch Albaner. Kroaten? Also es gibt doch albanische Kroaten, oder? Ja, er ist hier, habe ich geschrieben. Er schreibt, oh mein Gott. Er schreibt, Nkunku kommt auch gleich. Jetzt könnte man sich eigentlich denken, dass es gelogen ist. Einfach Champions-Lauge-Spieler, Digga. Tschüss. Oh mein Gott. Jetzt, die Geschichte wird krasser, Chat. Ich schreibe diesen Tam korrekt, als würden wir gerade mit denen reden. Ja, glaube ich, Tausse. Einfach mein Cousin chillt mit Fußballern. Ich schreibe, ja, bra, du kennst mich. Jetzt kommt's. Er ist ein kranker Typ. Ich schicke ihm diese Audio hier, Chat. Ich schicke ihm diese Audio hier. Hört euch die an. Oder ich bin gerade mit Guardiol. Warte, geh kurz hin. Josko. Can you greet my cousin, Vindar? Vindar? Vindar. Hey, Vindar, greetings to you. Das ist Umut. Your cousin from Hamed, good guy. Good guy. Das ist Umut. Er schreibt Hamed Tausimelek, ich küsse seine Herz mit drei Herzen. Er hat's ehrlich geglaubt, Chat, ich schwör auf alles. Er ist einfach Umut, der da redet, Digga, er denkt, das ist Guardiol. Er sagt damit aus, ihm denkt, ich küsse dein Herz. Kurze Zusammenfassung, er schreibt, Alter, einfach mit Sydney, Hamed ist Josko Guardiol auch da in Nürnberg, ohne Sinn. Ich schreibe, ja, Cousin. Er schreibt, Alter, krass, da aus dem Melek, immer noch? Er schreibt, ja, ich schreibe, ja, er ist hier. Er schreibt, oh mein Gott. Ich schreibe, Nkunku kommt auch gleich. So, komplett gelogen natürlich. Mein Cousin glaubt es. Einfach Champions League-Spieler. Tschüss, oh mein Gott. Ich schreibe diesen Tam korrekt. Er schreibt, glaube ich. Einfach mein Cousin chillt mit Fußballern. Ich schreibe, aber du kennst mich. Kranker Typ. Und ich gehe zu Umut und sage, tu mal so, als ob du Guardiol bist. Josko, can you greet my cousin, Vindar? Vindar? Vindar. Hey, Vindar, greetings to you. Your cousin from Hamed, good guy. Good guy. Er schreibt einfach, Hamed, da aus dem Melek, ich küsse dein Herz. Ich rufe ihn jetzt an, Chat. Und frag ihn, ob er das wirklich geglaubt hat. Ich weiß nicht, ob ich ihn zeigen darf. Ich frag ihn vorher. Hallo? Vino? Ja? Wo bist du? Digga, ich bin zu Hause. Ich krieg so viele Anfragen. Was so? Ja, warte mal. Darf ich dich zeigen im Stream? Ja oder nein? Weil ich hab dich gerade nicht drauf. Ja, zeig. Darf ich? Ja. Was sagen deine Eltern? Dürfte ich? Ja, Junge. Frag kurz einmal ganz schnell. Dausi, lass. Nein, frag einmal ganz kurz, ganz schnell. Ja, Chat, ich werde ihn nicht einfach so zeigen. Ich muss erst die Erlaubnis von meiner Tante, brauche ich. Ja, normal lassen die. Okay. Okay. Du hast doch gestern, ne? Sei ehrlich, von einer Skala von 1 bis 10. Wie krass hast du dich über die Sprachmemo von Guardiol gefreut? Oh, richtig habe ich mich gefreut, bei Gott. Bei Gott? Bei Gott, das war so unerwartet, ich schwöre.
Oder ich hab, du feierst ihn, ne? Deswegen habe ich extra für dich ihn gefragt. Ja, Daus Milik, ich liebe ihn. Ist das so dein Lieblingsspieler, Guardiola? Ich schwöre in Verteidiger, ja. Josko, komm. Spaß, Bruder, Spaß. Ist ja dumm, jetzt kommt ehrlich Guardiola ins Bild. Bruder. Ich dachte, der kommt ja zu mir. Nein. Nein, ey, Dings. Das war nicht mal Guardiola, das Bei Gott? war Richtig gottlos, Junge. Richtig gottlos, ich schwöre. Ich schwöre, ich habe mich so gefreut, bei Gott. Guardiola in Nürnberg mit uns chillen, Bruder. Er kann nicht mal Deutsch. Aber was hast du für Bilder gemacht, Junge? Junge, da war Sydney und sowas, aber noch keine Leipzig-Fußballer. War da nicht Guardiola? Nein. Dieser mit Bart, ich schwöre, das war Guardiola. Ach, du meinst Daniel Slumgott? Das Warte war mal. Guardiola, Junge. Warte mal ganz kurz. Dieser mit Bart. Ja, warte, ganz kurz. Warte mal. Meinst du den hier? Ja, Digga, ich schwöre. Wer ist das? Das ist Guardiol. Wallah, Geh korrekt, Cousin. Ich möchte dich weiter aufhalten, Bruder. Nee, der Heidi auch rein, Heide, Alter. Bruder. Auch rein, Cousin. Tut mir leid. Digga. Er verwechselt einfach Daniel. Ich rufe jetzt Daniel an. Digga, er verwechselt einfach Daniel mit Josko Guardiol. Daniel Slump. Daniel. Ja. Bist du gerade am Stream? Nein. Okay. Ich bin gerade am Stream. Okay, du musst vorstellen, mein Cousin guckt meine Stories. Privataccount, mein Privataccount Instagram. Und er schreibt, Alter, einfach mit Sydney. Und dann schreibt er mir, Hamed, ist Josko Guardiol auch da? Ne? Ich sage, ja, Cousin. Auch Spaß. Kennst du Guardiol, das ist Leipzig-Spieler, Innenverteidiger. Ja, kenne ich, höre das oft Ja. bei mir. Ich schreibe so, ja, auch Spaß. Dann schreibt er mir, Alter, krass einfach. Ich meinte, ein Kuckuck kommt auch gleich. So, Digga, Riton, verpiss dich. Ich meinte, Ding kommt auch gleich in Kuku. Und dann, Bruder, wie hat Rito mein Privataccount gefunden? Egal. Ich sag dann zu ihm, Ding, ein Kuku kommt auch gleich, die sind richtig korrekt, er so krass und so weiter. Ich schicke ihm eine Audio, Umut sagt, hey, I'm Gradiral, greetings to you und sowas. Er schreibt, Hamed aus Simelek, ich liebe dich und sowas mit drei Herzen. Jetzt kommt's, ich rufe ihn an, ich löse auf. Er so, wie Guardiol war nicht da und so. Ich so, ja, der war nicht da. Er so, doch, der war da und so. Er zeigt mir ein Bild, du. Bruder, Guardiol mit dir verwechselt. ich höre das oft, aber ich verstehe nicht, ich finde gar nicht Doch, null. schau, mein Chat sagt auch, du siehst aus wie der, aber Digga. Bruder, Guardiol, er dachte wegen hä? dir, Guardiol chillt mit uns. Und er hat geglaubt, er hat diese Audio geglaubt, Bruder, mit Herz, er hat sich bedankt und sowas. Bruder, warst du auf Phoebe Twitter? Hä? Geh mal auf Phoebe Twitter, ich will deine Live-Reaktion sehen. Okay. Warte, ich Das lasse dich Bild. auch drinne. Ja, das Bild. Twitter. Twitter. Oh mein Gott. Zeig dein Gesicht. Zeig mir dein Gesicht. Digga, was postet die da? Oder, aber weißt du, was geistkrank ist? Deine Hand, Bruder, das ist hart. Das sieht schon sehr sexy aus irgendwie, ja?
Bruder, deine Hand ist. Bruder, er sagt, warum postet die das? Bruder, das war in dem Vlog drin. Ich küsse noch dein Herz. Aber das sieht da schon richtig extrem aus, Bruder, bei dem Bild. Das sieht schon echt extrem aus. Bruder, ich, wenn mein Aber Vater Bruder, das. ich weiß, was ich mich frage gleichzeitig. Wer ist in diesem Moment oben an der Treppe und denkt, ich mache jetzt ein Bild? Weißt du, ich Bruder, meine? schamlos, ne? Oder du musst ja, du Schamlos. siehst so, wie Leute so gerade in einem Video so aus Spaß so sich irgendwann macht, denkt die so, ich mache ein Bild jetzt. Ja. Geisteskrank. Hast du meine Beute gesehen? Oder soll ich dir kurz zeigen? Bruder, ich hab gesehen, ja. Achso, warte, ich zeig dir Weißt du, was ich trotzdem, gemacht okay. habe? Ich habe Mädchen ein Video geschickt, wie du das so alles erbeutet hast, also krass und so. Und ich habe noch im Video gesagt, ja, ich will den grauen Zipper und noch den beigen dazu. Hat er mir den schickt er mir jetzt auch zu. Bruder, du hast schnapp gemacht. Ha boah. Ich habe echt schnapp gemacht, ich zeig dir nochmal, okay? Ich guck den Vlog, Bruder, du packst ein, du guckst nicht mal auf Größe, Hauptsache du hast mitgenommen. Ah, ich habe auch ein bisschen an. Hier. Stark. Hier. Aber an der Stelle mal auf korrekt sagen, Bruder, Quali super, ne? Ehre Studio, super Qualität. Das, Danke. das, das. Digga, guck dir den Haufen an, Digga. Guck dir den. Und acht Tschüss. Parfums oder so. Oh, super Schick mal einen. Parfum. Schmeckt richtig gut. So, ja, riecht gut. Ich brauche auch eins. Ich habe keine mitgenommen, ich Idiot. Bruder, ich habe 8 Stück mitgenommen. Ja, Neun. Bruder. Einer Ich... ist im Auto. Das ist so hart. Ja, da muss ich mal nach Paderborn kommen, eins klauen. Komm, komm nach Paderborn. Daniel ist offiziell eingeladen, Paderborn. Wir machen zusammen ein Stream irgendwas. Talentshow? Aber dicke Stream, dicke Stream. Entweder Talentshow oder Dating-Dings. Eins von beiden. Machen wir so, Bruder, steht fest. Aber wann wollen wir den Leuten sagen, dass wir zusammen sind? Oder warum wollen denn, Digga, alle? Warum droppen immer alle am Ende irgendwas, wofür ich mich rechtfertigen muss? Weil guck mal, ihr wisst doch jetzt, dass das nicht stimmt, oder? Also glaubt das jetzt? Also glaubt das jetzt irgendwer von euch? Ich hoffe nicht, Digga. Also wer das glaubt, ist ein bisschen komisch.